Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es die Lösung der Einhorn-SBC und ihr merkt schon an der Beleuchtung, es ist mitten in der Nacht und ich möchte aber noch das Video hier für euch vorproduzieren, denn ich bin ja auf der Gamescom nächste Woche und falls ihr dort auch am Start seid, dann addet mich jetzt unbedingt bei Instagram oder Snapchat beziehungsweise schreibt mir dann einfach, dann können wir uns da auf jeden Fall mal treffen und ein bisschen reden. Da würde ich mich extrem freuen, wenn wir da ein paar Leute schreiben, dass wir uns ein bisschen so, ja, unterhalten können, einfach mal auf der Gamescom und ein Fantreffen wird es natürlich dann auch noch geben. Dazu werde ich dann eben aber auch auf Snapchat und Instagram was posten. Also wichtig, falls ihr auf der Gamescom seid, dann addet mich auf diesen Plattformen. Und ja, Freunde, der Merchandise, der übrigens krank bei euch ankommt, echt vielen, vielen Dank dafür, ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken und würde mich freuen, wenn ihr euch da auf jeden Fall was gönnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein hier in die SBC-Lösung. Falls ihr das öfter sehen wollt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das Einhorn heißt diese SBC. Man bekommt ein 84 plus TDW-Set und das ist echt leicht zu lösen hier und ich habe das Ganze ganz, ganz easy gelöst und das sind hier meine Spieler. Es hat mir wirklich unter 10.000 Münzen gekostet. Ich zeige euch hier mal die Preise. Den einen Spieler musste ich umwandeln und zwar zu einem ZOM, also der hier. Den musste ich umwandeln zum Mittelstürmer. Der ist eigentlich Stürmer, aber Mittelstürmer hat hier auch vollkommen ausgereicht, um hier die Chemistry zu bekommen. Ich habe auf keinem von den Spielern hier Loyalität. Das heißt, die ganze Challenge ist ohne Loyalität abzuschließen und kostet unter 10.000 Münzen. Das ist echt sehr, sehr nice. Und das senden wir natürlich direkt ab und öffnen das Pack dann auch. Ich bin gespannt, was da drinnen sein wird. Das Einhorn, hier haben wir das Ganze. 84 plus TDW-Set und eben das Trikot. Dann gehen wir hier, würde ich sagen, direkt auch rein in den Shop und öffnen das Ganze mal. So, let's go, come on. Da muss jetzt was Gutes bei rauskommen. 84 plus TDW-Set. Ist, glaube ich, untradable, aber trotzdem. Komm, 3, 2, 1, let's go. Und es ist kein Walkout. Schade, schade, schade. Donnarumma. Ja, Donnarumma. Oh, das ist okay. Für den 84er Inform ist das okay. Also da gibt es wirklich schlechtere. Da gibt es zum Beispiel Diaz oder so, der in irgendeiner random Liga spielt. Aber Donnarumma bei AC Mailand, ja, geht klar, also den kann man auf jeden Fall in dein Team einbauen. Nehme ich gerne mit. Und ja, Freunde, dann war es das, würde ich sagen, auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, checkt den Merch ab. Schreibt mir in die Kommentare auch, ob ihr auf der Gamescom seid. Und wenn ja, dann versucht mich da ein bisschen zu kontaktieren, dass sich da auf jeden Fall ein kleines Treffen ausmachen lässt. War das Deutsch? Ich hoffe auf jeden Fall mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, Freunde, habt immer... Jetzt hätte ich es fast vergessen, Alter. Habt immer High Hopes und ciao.